Hey Freunde, willkommen zurück zum wunderbaren Souls Like Lies of P. Und wenn ihr dieses Video seht, seid ihr soweit, ihr wollt vielleicht schon bald ins New Game Plus gehen und fragt euch ja, was passiert da überhaupt, welche Sachen kann ich behalten und all das klären wir natürlich in diesem Video auf. Ich zeige euch hier genau, was euch im New Game Plus erwartet. Und was ihr vor allem beachten solltet, bevor ihr ins New Game Plus geht. Das ist nämlich ganz wichtig. Ihr könnt da nämlich noch einige Dinge erledigen, die ihr auch unbedingt erledigen solltet, damit ihr wirklich alles vom Spiel seht. Ja, ganz wichtig sind natürlich die Entscheidungen in Lies of P und da gehen wir dann gleich auch noch mal etwas näher drauf ein. Wir starten hier jetzt erstmal mit dem Video und zwar mit dem Teil, bevor wir ins New Game Plus gehen, was wir da noch alles erledigen müssen. Und im zweiten Teil werde ich euch dann sagen, was es alles im New Game Plus zu beachten gibt. Also, Freunde, lasst gerne mal ein Däumchen hoch oder auch ein Abo da und wir starten durch. Denn wenn wir das, den letzten Boss platt gemacht haben, kommen hier die Credits, die wir natürlich einmal überspringen können, um quasi ins New Game Plus zu gehen. Da werden wir nämlich gefragt, wollt ihr wirklich ins New Game Plus gehen? Und da würde ich euch unbedingt empfehlen, erstmal Nein zu drücken denn, es gibt noch einiges zu erledigen, bevor wir ins New Game Plus gehen, und ihr könnt da jederzeit wieder hingehen. Deswegen am Anfang erstmal abbrechen, nicht sofort ins New Game Plus gehen, denn wenn ihr zurück im Hotel Grad seid, könnt ihr hier auf jeden Fall noch einen Brief auf dem Tisch von Geppetto einsammeln, je nachdem welches Ending ihr freigeschaltet habt, und bekommt dafür noch eine Trophäe und eine kleine Info. Außerdem können wir hier im Hotelgrad noch einige andere Sachen machen, natürlich alles aufholen, was wir bisher noch nicht gemacht haben. Und ihr solltet unbedingt mal hier am Klavier spielen, um noch eine weitere versteckte Trophäe zu bekommen. Aber ihr könnt hier im Hotelgrad wirklich alles noch erledigen, zumindest die Dinge, die jetzt noch nicht. Ja, ausgeschlossen sind, also gerade Schallplatten und so hören ist wichtig. Und wenn ihr dann Bock habt, geht ihr hier zum Stargazer, drückt auf Neues Spiel starten und könnt dann auf OK drücken, um ins New Game Plus zu kommen. Wie gesagt, den größten Teil solltet ihr hier aber erledigen, bevor ihr ins New Game Plus geht, denn. Was ihr alles verpasst, was vorher noch aktiv ist, das könnt ihr dann erstmal nicht nachholen. Wenn wir nämlich im New Game Plus sind, dann starten wir komplett von neu, haben natürlich alle unsere Waffen noch dabei. Wichtig, dass die goldene Lüge, falls ihr die habt, ist jetzt wieder ziemlich klein, weil wir haben ja bisher noch nicht gelogen. Finde ich auch ein ziemlich geiles Teil fürs New Game Plus und eine coole Idee, dass die Lüge jetzt wieder klein ist. Generell habt ihr aber alle eure Waffen, alle Amulette und könnt sogar eure P-Organe weiter aufgraden. Ja, euch wird das am Anfang erstmal relativ einfach vorkommen, das New Game Plus. Täuscht euch aber nicht, denn ihr könnt eure Waffen nicht mehr upgraden. Ihr habt zwar jetzt alle Waffen, Legionswaffen, Amulette, Outfits, Gesten und so weiter und natürlich den ergo Wellenlängendekodierer. Ja, und das macht das New Game Plus super interessant meiner Meinung nach. Haben Sie das richtig gut gelöst, denn ihr habt hier natürlich eure ganzen Gegenstände, aber ihr bekommt auch neue Sachen die dann immer mit einem Plus 1 davor sind. Das finde ich ziemlich cool. Vor allem aber lohnt es sich natürlich das New Game Plus nochmal durchzuspielen, um die verschiedenen Entscheidungen durchzugehen. Was aber noch ziemlich geil ist, ist natürlich, dass ihr jetzt äh, die Roboter-Puppensprache verstehen könnt. Das heißt, wenn ihr gleich zu einem Boss geht, werdet ihr den Unterschied sehen. Passt aber auf, dass ihr mindestens mal hier alles macht im New Game Plus und auch die ganzen Rahmen und Verstärkungen einsammelt, denn die sind nämlich alle plus 1 und geben entsprechend noch ein bisschen Bonus. Wir sehen das also hier, leichter Rahmen der Werk Werkstattgewerkschaft und ja, hier gibt es jetzt mit plus 1. Haben wir vorher jetzt die Bossgegner nicht verstanden, weil wir die Puppensprache nicht verstanden haben? Können wir diese Bossgegner jetzt mit dem Wellendekodierer verstehen? Was eine ziemlich coole Sache ist, wie ich finde, denn die sagen dann immer wieder unterschiedliche Dinge, die wir jetzt auch genau verstehen können. Und das macht den Wiederspielwert schon besonders cool, muss ich sagen. Am Anfang werden euch die Bossgegner schon ziemlich leicht vorkommen. Täuscht euch aber nicht, dadurch dass ihr wirklich die Waffe nicht mehr upgraden könnt, sondern die, der Schaden quasi nur noch auf eure Fertigkeiten skaliert ist, wird das später schon noch ziemlich knackig. Und das solltet ihr auch auf jeden Fall beachten, denn ihr könnt jetzt natürlich eure Werte wieder weiter hochpushen und verschiedene äh, ja, Werte verteilen für die Stufen und die skalieren dann jetzt auch noch höher. War vorher ein Softgap gegeben. Könnt ihr diesen jetzt überbrücken und eure Werte hochschrauben? Und das ist auch der einzige Weg, wie ihr wirklich euren Schaden hochboosten könnt. Das ist ganz wichtig zu beachten. Aber vor allem solltet ihr auch zu jedem Händler hier im New Game Plus gehen. Denn jeder Händler im New Game Plus verkauft eine goldene Schallplatte. Und die solltet ihr euch unbedingt bei jedem Händler holen, damit ihr die Trophäe alle Schallplatten bekommt. Also unbedingt jeden Händler aufsuchen, natürlich gibt es auch einen Guide. Dazu in meinem YouTube-Kanal. Was gerade am Anfang in New Game Plus noch ziemlich cool ist, dass ihr natürlich den Stargazer benutzen könnt und euch sofort umstufen oder umskillen könnt. Ihr könnt also jederzeit schon in Kapitel 7 zur Statue der Barmherzigkeit gehen und euch umskillen bzw. eure P-Organe zurücksetzen. Bedenkt das, falls ihr mal Schwierigkeiten bei einem Boss haben solltet. Ja, außerdem können wir natürlich an jedem Stargazer komplett alles nutzen. Wir können Pi-Organe zurücksetzen und direkt upgraden, aufstufen, Waffen modifizieren und so weiter. Und das Ganze spinnt sich hier sogar noch ein bisschen weiter. Ihr könnt natürlich jetzt die gewonnenen Quarzteile hier benutzen, um euren Charakter noch weiter zu stärken. Macht wirklich Sinn, das in New Game Plus zu machen. Und wie gesagt, erhöht wirklich den Wiederspielwert weil das echt eine coole Sache ist, wie sie das New Game Plus hier gelöst haben. Vor allem ist es natürlich aber ganz wichtig, dass ihr im New Game Plus die Entscheidungen euch vorher überlegt. Seid ihr also im ersten Spiel auf den Lügenweg gegangen, solltet ihr jetzt die Wahrheit sagen und zwar immer bei jeder Entscheidung, damit ihr auch die entsprechenden unterschiedlichen Enden später zu sehen bekommt. Es ist also wichtig, dass ihr euch vorher Gedanken darüber macht, was habe ich denn zuvor geantwortet, welchen Weg habe ich zuvor gespielt, um diesen Weg dann eben in eine andere Richtung zu leiten, nämlich entweder zu lügen oder die Wahrheit zu sagen. So bekommt ihr nämlich nur alle Gegenstände und auch nur so Werdet ihr die komplette Geschichte von Lies of P erfahren, verstehen und natürlich auch alle Dialoge mitbekommen? Vor allem bekommt ihr so aber dann auch alle Gegenstände, die ihr natürlich für die Trophäen braucht. Falls euch da noch was fehlen sollte, schaut natürlich gerne im Kanal vorbei. Da gibt es wirklich alle Guides zu jeder Trophäe, die ihr bekommen könnt. Und da könnt ihr euch gerne mal durchklicken, falls euch wirklich noch eine Waffe oder eine Spezialwaffe oder auch eine Schallplatte oder sonstiges fehlen sollte. Klickt euch da gerne mal durch. Wichtig sind also wirklich eure Entscheidungen, die ihr im New Game Plus trefft. Auch wenn ihr jetzt am Anfang schon ziemlich stark seid, ist es natürlich wirklich umso wichtiger, die richtigen Entscheidungen zu treffen um dann später auch wirklich alles zu sehen und alles mitzubekommen. Sammelt auf jeden Fall die ganzen Objekte ein, die es hier noch zur Verfügung stehen, denn diese sind meistens mit Plus 1 versehen. Ja, Freunde, dann wünsche ich euch in diesem Sinne viel Spaß in New Game Plus. Falls ihr dazu noch Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wie gesagt, Waffen bleiben, Amulette bleiben, Gesten bleiben, Kleidung bleibt, Schallplatten bleiben, was nicht bleibt. Sind Notizen, also alles, was an Lesematerial gibt, das bleibt nicht im New Game Plus, das müsst ihr wieder neu einsammeln. Alles klar, Freunde, in diesem Sinne euch viel Spaß, macht's gut, adios und ciao, ciao.